Der Löwe ist erwacht, aber bevor er das Chaos bekämpfen kann, muss er erstmal einen Termin beim Sperrmüll machen, denn vor der neuen Edition hat er jede Menge Altpapier loszuwerden. Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zum keine Ahnung wie vielten Paintomancy Talk. Keine Ahnung, wie lange saßen wir hier nicht? Ein halbes Jahr oder so? Ewig. Das ist irgendwie einfach passiert. Zuerst waren wir so Board Talks, übel nice, die ganze Zeit einfach nur reingetalkt. Und plötzlich war so, ja, Talk, stimmt. Das existiert ja auch. Und dann wollten wir halt irgendwie geile Malsachen machen. Und dann war es immer so, na, jetzt können wir ja nicht nur einen Talk diese Woche machen. Ja. Und deswegen haben wir halt irgendwie ein Malvideo gemacht. Da könnt ihr uns ja auch direkt mal in die Kommentare schreiben. Ist es für euch jetzt nur ein Talk? Oder findet ihr das richtig geil? Und ihr sagt so, okay, das ist auch ein vollwertiger Release für eine Woche. Genau, weil das ist nämlich immer unsere Angst gewesen, dass sie so sagt, ja gut, jetzt haben die Woche nur einen Talk hochgeladen und jetzt ist, wow. Ja. Wow. Aber bevor wir jetzt zu den großen Themen kommen, die alle gerade umtreiben, erstmal, wie geht es euch denn hobbymäßig? Ich fange einfach mal an, okay? mir geht's hobbymäßig, also an sich geht's mir eigentlich voll gut. Ich habe jetzt diese Ork-Armee endlich angefangen. Und habe einfach innerhalb von 7 Tagen 2000 Punkte Orks angemalt. Ich bin einfach nur tot. Also ich muss wirklich sagen, mach das nicht zu Hause. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr auf Malen. Ich bin gerade wirklich so ein bisschen ausgebrannt. Aber ich habe auch schon Bock, trotzdem irgendwie das Projekt weiter zu verfolgen. Ich habe da jetzt auch schon, ich schaue da so in Richtung Stomper vielleicht. Mhm. Der liegt nämlich auch noch auf meinem Pile of Shame. Und das ist auch eigentlich so mein zweiter Punkt. Ich darf mir momentan nichts kaufen. Ich bin ja im Sabbatjahr. Und langsam wird es schwer, weil da kommen wir auch gleich zu. Es wurden ja auch neue Echsenmenschen geteasert. Oh ja. Ja. Aber jetzt so nach der Org-Aktion, wenn du so zum Pinsel siehst, bist du wirklich so, oh, gar, ich kann nicht? Oder hast du schon das nächste im Auge, wo du so bist, so, okay, ich habe jetzt richtig Bock, eigentlich den nächsten Org anzumalen oder den nächsten. Den Stomper anzumalen oder keine Ahnung. Boah, also ich glaube, also jetzt stand heute glaube ich noch nicht. Ich glaube, heute brauche ich noch so Pause. Aber ich glaube, so morgen übermorgen, weil ich glaube, doch, dann habe ich wieder Bock. Ja. Da werdet ihr übrigens auch noch, da müssen wir mal gucken, was überhaupt, also was aus dem Material geworden ist, was René während seiner Zeit irgendwie gemacht hat. Aber in irgendeiner Form werdet ihr auch noch was davon sehen, was da passiert ist, auf jeden Fall. Ansonsten wird das einfach nur so ein halbes Video mit einer Case Study von was passiert, wenn man 7 Tage lang 14 Stunden Orks malt und versucht, das aufzunehmen auf Kamera. Ja, aber Genie, wie sieht's bei dir aus? Du hast nicht so viel Orks gemalt. Also auch, du hast auch mitgemalt. Ja, meinst du, sie hat genauso viel Orks gemalt wie du? Oder? Nee, nicht genauso viel. Aber ich sag mal so 50% von dem, was René gemalt hat, habe ich auch nochmal gemalt. Hast du mitgelitten? Ja, habe ich mitgelitten. Nee, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen in so einem Hobby-Limbo. Weil das Ding ist, ich habe jetzt irgendwie nicht so Motivation, mir noch vor der neuen Edition, wo wir auch noch gleich drüber reden, mir was Neues zu kaufen. Mhm. Heißt, ich möchte irgendwie mit dem arbeiten, was ich habe. Aber auf Dämonen habe ich ja gerade überhaupt keinen Bock. Ja. Bei Custodes habe ich halt irgendwie alles. Das Einzige, was ich mir halt noch holen könnte, wäre noch einen dritten Graf-Tank vor Lull. Weil, keine Ahnung, vielleicht spiele ich meine Liste mit 3 Graf-Tanks. Aber da habe ich halt auch irgendwie schon so alles. Und jetzt bin ich so, es lohnt sich jetzt nicht irgendwie irgendwas zu kaufen, weil nachher ist das nur jetzt gerade gut. Sprich irgendwie 18 Fiend und 19 Dämonetten spammen oder sowas. Ne? Und dann bin ich so, ja, kann ich es nachher eh nicht mehr spielen. Ja, und Wotan und Chaos Knights. Kann ich ja nicht kaufen. Leute, ich habe im Dezember 6 Warhounds bestellt, also 3 Boxen, Wardogs. Warhounds wäre ein bisschen krass. Ja, sehr. Nein, also 3 Boxen Wardogs. Die sind immer noch nicht da. Und ich wäre auch bereit, mir mehr Wotan zu kaufen, weil ich habe alles, was ich von Wotan habe, bemalt. Und ich möchte mir neue Sachen kaufen. Bis auf den Sagittor. Ja, stimmt. Ich hab endlich mal einen Sagittor bekommen im Local Hobby Store. Da war ich schon ganz glücklich, weil da sonst nie was existiert. Ja, den kann ich mal machen, aber habe ich immer noch keine 2000 Punkte, die ich spielen kann. Mir fehlen halt einfach so viele Sachen. Und die würde ich auch kaufen, die gibt's nicht. Und das, was ich kaufen kann, will ich nicht kaufen. Also, keine Ahnung. Entweder mache ich in den nächsten Monaten einfach so witzige Projekte, so ich habe ja noch diesen riesigen Drachen, ich habe noch einen Brass Scorpion, den ich niemals spielen werde, aber ich will ihn mal bemalen. Oder ich vertrete mir die Zeit halt mit AOS schon mal zu gucken, was ich vielleicht für Raccoon Rumble machen möchte. Da bin ich ja auch noch so zwischen 3 Armeen am Schwanken und
Ja. Aber du hast ja auch ein Monatsziel diesen Monat. Ja. Wie ist denn da so der Zwischenstand? Ja, also ich habe gesagt, ich mache das, was ich von Custodes noch habe. Und das werde ich auch tun, weil bis jetzt sind es meine 4 Pillarmen von der Georgia Reference für die Custodes. Da ist einer noch nicht ganz fertig, die anderen sind fertig. Und ich habe 2 Custodes Dreadnoughts, die sind auch schon gebaut, gegreenstufft, die kann ich noch bemalen. Krass, die musst du noch anmalen, ne? Ja, aber das geht ja relativ fix. Also das Custodes Dreadnoughts zu bemalen, also wer das nicht an einem Tag weg kann, dann weiß ich es ja auch nicht so richtig. Ja, eigentlich habe ich aber noch Portrait Jet Bikes, Venatari und ein Valdor. Aber die sind gone. Und ich weiß nicht, wo. Die Jetbikes habe ich zwar gefunden, aber nicht vollständig. Das heißt, ich kann sie nicht bauen. Und ich habe mir Valdor und die Venatari halt schon mal aus meiner Fortschritt-Bestellungskiste rausgenommen gehabt, als die ankamen, weil ich so war, oh, die baue ich jetzt direkt. Aber dann kam irgendwas dazwischen, dass ich sie nicht direkt bauen konnte. Und dann habe ich sie halt irgendwo abgelegt. Und ich habe wirklich schon alles durchsucht. Das heißt, irgendwo, entweder hier im Keller oder oben im Studio, liegt einfach, keine Ahnung, was das für eine Fortschrittbestellung war, zu viel Geld an Fortschrittbestellung, um es verloren zu haben. Das bedeutet, ich kann sie aktuell nicht bemalen, aber ich werde meine beiden Dreads noch machen. Ja, aber so richtig helfen tun sie mir auch nicht. Vielleicht bestelle ich mir für nächsten Monat einen neuen Caladius Craft Tank, weil dann hätte ich 3. Ja, mach doch einfach mal AOS. Ja, das ist auch so voll. Du hast super viel Silberdiff und so und bist die ganze Zeit so, ich kann nur ein Custodes. Ja, da warte ich ja noch auf die Bits für die Basis. Da kamen ja ein paar Sachen dazwischen für die Silberdiff. Und ich will sie halt nicht anfangen, wenn ich nicht die Basis direkt mache. Es klingt, als ob du die ganze Zeit nur irgendwelche Ausreden suchst, ne? Wirklich, es klingt richtig, richtig nur nach Ausreden. Ich weiß, ja, ich weiß. Ach. Ja. Was geht denn bei dir hobbytechnisch? Ja, ich hänge ja an den World Eaters fest. Also es ist einfach so, es ist aber ganz schlimm, weil es dauert einfach 3000 Jahre, diese Armee anzumalen, weil die so viele kleine Details haben und so viel Trim und Und ich habe erst so, ich filme ja auch ein Video dazu. Und dann habe ich mir gesagt, so okay, ich male jetzt nicht eine Grundfarbe bei allen, sondern ich nehme mir immer so ein 5er Batch normale Korn Berserker, dann ein 4er Batch 8 Bound und dann, dass es ein bisschen mehr Abwechslung hat, ne? Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, ich war so, okay, ich habe so 4 Grundfarben, die mache ich dann immer an den 5. Dann war ich so, ah, das ist aber noch das. Und dann kam eine Grundfarbe dazu und dann kam noch eine Grundfarbe dazu. Dann hatte ich am Ende so 10 Grundfarben da stehen. Ja, das und war dann so. Jetzt habe ich irgendwie, ja, nicht so viel bis jetzt halt Grundfarben fertig, weil es einfach so lange dauert. Mhm. Und es fühlt sich einfach so an, als wäre das niemals fertig, weil ich auch die ganze Zeit einfach diese Menge sehe von ja, diesen 2000 Punkten. Ja, das ist auch psychologisch schlimm, die ne? da steht. Ja. Vielleicht solltest du die mal wegpacken, genau. Wenn du an den anderen malst. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde für den Rest meines Lebens in dieser World Eaters Armee malen. Ja, so habe ich mich aber auch bei den Orks gefühlt. Mhm. Weil es ist so, du malst die so an und dann bist du einfach so, ah, warum hat denn der jetzt noch so einen Nasenring? Dann musst du wieder Silber rausholen. Ja, genau. Ja? Und dann bist du so, oh, ach, warum ist denn da jetzt auf der Base noch ein Schädel? Ich wusste nicht, dass da noch eine Schädelfarbe raus und Schädel anmacht. Ja. Ja. Ich habe auch so gemerkt, immer bei der Haut, als ich die Haut angemalt habe und mir den so angeguckt habe und so war, okay, habe ich jetzt noch irgendwelche Details? Und dann war ich so, okay, überall in der Haut sind einfach diese Servorüstungen, Docks, die ja noch alle dann silber werden müssen in der Haut. Oh, und dann war ich wieder so. Ja, naja, ja. Ansonsten, wir haben ja noch auf dem Münsterland GT gespielt, jetzt am Wochenende. Oh ja. Habe ich Jeans wieder kalt mitgenommen, weil ich wollte, das nicht geschafft habe. Lief so mittel. Und ja, aber ich habe Bock auf die nächste Zeit. Ich hoffe, ich kriege für den Baltic Cup World Eaters bereit. Und mal gucken, ja. Ist ja noch jetzt, ich glaube, 6 Wochen oder so? 5 oder 6 Wochen? So 5 Wochen, ja. Ja. Dann ist schon Baltic Cup. Dann ist schon Baltic Cup. Ja, das ist ja hier irgendwie 6. Mai oder so, 5. oder 6. Mai. Wir müssen noch ein Hotel buchen. Stimmt, oh, wir müssen endlich noch ein Hotel buchen. Es ist einfach quasi übermorgen. Oh. Ich werde wahrscheinlich einfach wieder Custodes mitnehmen aus Mangel an Alternativen. Es sei denn, irgendwer droppt random eine Welle Wotan mit, hey, guck mal, man kann hier Wotan kaufen. Und ich direkt so Also wenn ihr das wisst, Leute, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wo, ob Genie irgendwie Wotan für den Baltic Cup noch kriegt. Wo die den noch aufgetrieben. Ja. Ich meine, was brauche ich denn noch effektiv? Ich brauche auf jeden Fall noch Land Fortresses und mehr von den Exosuit-Leuten. Die und Bikes, oder? Ja, und Bikes. Ja, Bikes. Ich habe nur 6 Bikes, ne? Ich glaube, du brauchst so 18.
18. Ich hätte jetzt so an 9 gedacht. So 9 würde ich, glaube ich. Ich sag 18. Ja, ich werde keine 18 machen. Spiel einfach 18 Bikes. Ich werde nicht nochmal so viele Bikes bauen. Die sind so abfuck zum Basteln. Ja, ich würde auch keine 18 kaufen, wenn die neue Edi kommt. Nee, ja. Also 12 ist noch okay, 9 mache ich auf jeden Fall. Ich brauchst du nur noch zur Land Fortress und so ein paar Bikes. Das ja, und halt wie gesagt, vielleicht ein paar. Ich habe ja gar keine Thermis. 30 die Flammkin Thermis hast doof. Du schon, ne? Hm? 30 Flammkin hast du schon, ne? Ich meine, ich habe nur 20. Nee, ich habe nur 20. Ja, ich will dann vielleicht noch 10 davon. Ja. Ja, spiel mir den Bubble Flammkin. Mehr Bikes. Ja. Ja, aber ja, so ist es, ne? So sieht's aus. Aber zum Thema jetzt 18 Bikes und ja. Neue Editionen. Jetzt war die Adepticon. Ja. Hier sollen wir reingehen ins Ja, ich will jetzt ins Adepticon-Thema. Die Leute ich warten seit ganz, einer ganz Woche darauf. Bevor wir mit dem Thema starten, noch ein kleiner Werbeaufruf in eigener Sache. Falls ihr Interesse habt an Magic oder anderen TCGs, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu unserem neuen YouTube-Kanal Unsealed. Und da gibt es alles rund um TCGs, hauptsächlich Magic, jetzt auch bald ein bisschen Pokémon. Schaut doch einfach mal vorbei. Wir wissen noch nicht, in welcher Form und wie das weitergeht. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann der geht da jetzt hin, damit wir wissen, dass es auch Leute gucken wollen. Und man kann bei eigentlich jedem Video was gewinnen. Das stimmt. Außer jetzt bei Pokémon wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Aber dann gehen wir doch mal in das Thema Adepticon. Und das allererste große Thema war ja die Ankündigung der neuen Edition. Das ging alles mit so einem Cinematic-Trailer los. Mhm. Kurz einmal von jedem einen Satz, wie fandet ihr diesen Trailer? Wackelpeter. Wackelpeter. Ja, finde ich auch gut. Cool, aber einfach zu wackelig. Ja, ich fand auch, also irgendwie... Also bis jetzt, diese Heresy-Trailer letztes Jahr, der war geil. Ultra geil. Boah. Und alles davor komme ich immer wieder zurück zu dem Dawn of War 2-Trailer. Also so wie der in meiner Erinnerung ist. Ja, das war einfach am geilsten. Ja, aber ich muss aber auch sagen, der Indomitus, glaube ich, Trailer. Mit den Necrons. Mit den Necrons, genau. Das cool, war auch geil. Aber der Dawn of War 2-Trailer war geiler. Von dem, was passiert. Wie die, wie die Elder dann da so kämpfen. Ja, und das stimmt. Wie der Cyborg dann einfach so einen Elder nimmt und den so flambiert. Ja, ich bin gekommen, um euch zu vernichten. Ja, das war einfach geil. Ja, nee, also fand ich auch ein bisschen zu wackelig. Ich fand, die Action war halt immer so, immer wenn irgendwas passiert ist, hat alles gewackelt. Ja. Und man konnte nicht so richtig erkennen. Ich habe den Trailer, ich bin morgens früh aufgewacht, habe den auf YouTube angemacht, habe mir gedacht, geil, der geht einfach fast 5 Minuten. Das wird die geilste, das wird der geilste Morgen aller Zeiten, ne? Direkt Motion Sickness. Und ja, ich habe irgendwie nur so die Hälfte so richtig verstanden, was passiert. Ja. Und diese dumme Szene, wo dann hier diese beiden, was waren das, Exocrines? Toxicrines. Ja. Wo die dann einfach so da am Fressen sind und einfach so, hä? Nein, du musst, das war richtig schlimm. Das war so dumm. Ich fand das war richtig schlimm. Nee, ich fand das doof. Nee, das passt überhaupt nicht zu Warhammer. Also ich find's grundsätzlich, das ist ja so ein Marvel-Film-Humor. Den finde ich auch in dem Kontext lustig. So in so einem Guardians-Film oder sowas. Aber nicht in einem fucking Warhammer-Trailer. Also ja, ich weiß, was ihr meint. Also wenn die Warhammer-Serie so wird, dann... dann kotze ich einfach nur, ja, wenn also, so Humor drin ist. Also es passt halt wirklich überhaupt nicht. Nee, ne? Ja. Das nee. Ist einfach so, dass die da so hochgucken oder so, die ganze Musik, alles hört auf, es ist alles still. Aber ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie so ein bisschen amüsant. Aber ich nehme ja auch Warhammer-Lore nicht so ernst. Also jetzt, also ich weiß, die nee, Warhammer-Lore also nimmt ernst sich ja also selber Warhammer-Lore ist. Nein, das ist der entscheidende Unterschied ist, dass die Warhammer-Lore sich selber ernst nimmt. Ja. Und dass es deswegen halt quasi so drüber ist, weil sich alles ernst nimmt. Und es muss sich alles ernst nehmen, damit es funktioniert. Natürlich ist es auf eine Art eine Parodie und hat als Parodie angefangen. Mhm. Aber die Geschichte nimmt sich jederzeit ernst. Du hast keinen Meta-Gag, wo Horus zu Sanguinius sagt irgendwie so, haha, aber... pass mal auf mit meinem Streitkolben, da habe ich schon eine dickere Waffe als du dabei oder so, also, keine Ahnung. Aber die Warhammer nimmt sich jederzeit selber ernst, das ist das Wichtige, die Geschichte nimmt sich selber ernst. Aber nimmt sich Warhammer nicht so ernst, dass es sich quasi wieder nicht ernst nimmt? Nee, Warhammer nimmt sich ernst. Das merkst du auch alleine auch. Also in Rogue-Trader-Zeiten, ja.
Aber jetzt in der aktuellen Lore, klar passieren da halt Sachen, die sind sehr drüber, aber das ist halt einfach Warhammer. Ja. Und aber das Setting nimmt sich ernst in dem Moment. Bestes Beispiel sind doch die Wotan. Das waren früher Squads und Squads waren ja eigentlich einfach wirklich eine Parodie. Es war einfach so, wir haben jetzt Zwerge in Space. Aber sie haben die Idee wieder aufgegriffen, aber ernst gemacht. Weil die Wotan sind ja kein Scherz, sie sind ja kein Meme. Die passen ja echt gut eigentlich rein. So dieser hier Grombindral in der Space Marine Rüstung, der mal als Event, das nimmt sich nicht ernst. Aber das ist ja wirklich nur so ein separiertes Event-Ding. Ja. Wenn die gesamten Wotan so wären, dann hätte man sagen können, okay, ja gut, Warhammer verarscht sich ja gerade selber. Aber das haben sie ja eben nicht getan. Mhm. Und die Space Marines nehmen sich ja selber super ernst. Ja. Es gibt ja keinen Moment, in dem die Space Marines irgendwie halt jetzt einen Gag machen würden. Und jetzt sind so, Ja. Also deswegen, das ist das Entscheidende. Und ich finde, das Warhammer-Setting muss ich ernst nehmen, damit Grimdark funktioniert. Da hast du vollkommen recht. Du kannst ja kein Grimdark und Gag haben. Und das ist krass. So. Und das ist jetzt im Endeffekt die Kritik, dass du sagst, dadurch, dass der Trailer an der Stelle quasi Warhammer nicht ernst nimmt, wird die ganze Situation irgendwie halt zerstört. Also die Szene bricht halt ultra den Ton einfach. Ja. Du bist halt so drin, bist so, oh krass, die Ultramarines kämpfen jetzt gegen Leviathan und so. Das wird richtig schlimm. Gilliman wird richtig auf die Probe gestellt. Dann ist er so Toxic Queen, als wären die so Comicfiguren, weißt du? Also die Tyranniden mit ihrem Hive Mind, die wären ja nicht so, oh, das ist ein Space Marine, sondern die sind ja quasi die ganze Zeit aware, wo die sind und was passiert. Die würden die sehen ja und dann direkt, quasi. Da würden die direkt draufstürmen. Die wären so. Die würden ja nicht so einhalten und dann loslaufen, sondern die würden ja einfach direkt rübergehen, weil das die ja einfach nur eine Drohne sind quasi vom Hive Mind. Ja, das stimmt. Wie in einem RTS, ne? Ja. Quasi. Mhm. Okay, nee, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich fand's trotzdem ein bisschen amüsant, aber ich verstehe den Punkt, weshalb die Szene für viele problematisch ist. Ich fand's auch witzig. Ich habe auch, als die kamen, so ein kurzes aber danach war auch so, ja, irgendwie war's dumm. Ja, irgendwie, ja, also es ist halt super oft. Das ist mir halt auch aufgefallen, ne? Aber ich fand aber an sich fand es auf jeden Fall cool. Man hat ganz viele neue Einheiten in den Trailer gesehen, die rauskommen werden. Ja, das war cool, ne? Das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand, ich mag das, dass jetzt Tyranniden einfach die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Dass da jetzt einfach super viel neuer Kram rauskommt, den ich einfach leider noch nicht holen darf. Aber ich habe ja noch das mega für ein Path of Shame. Und dann kann ich die Schwarmflotte schon mal erheben. Und dann hole ich mir den ganzen neuen Kram. Ja. Aber jetzt mal nicht so ewig über den Trailer. Eigentlich geht es ja um die Modelle und die Regeln. Und da haben wir als allererstes die neuen Firstborn-Terminatoren. Also tatsächlich, es kommt keine Primaris-Einheit, also es wird keine Primaris-Einheit als erstes revealed für die neue Edition, sondern moderne Firstborn-Terminatoren, die richtig geil sind, die richtig groß sind, die proportional sind. Meine wichtigste Frage, die sich mir dann stellt, wann kriege ich die jetzt als Space Wolves Version? Wahrscheinlich muss nie. Ja. Das wäre auch so geil, weil ich finde Terminatoren so genial und man kann für jede anderen, für jede andere Armee, ne, kannst du die nehmen und ja einfach so anmalen. Aber für Space Wolves brauchst du ja schon so diesen extra. Aber wahrscheinlich sind ja so die Schulterpanzer und so und die Köpfe sind wahrscheinlich kompatibel, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. War ja auch bei den, also du kannst ja auch bei den Primaris Marines die Schultern und Köpfe der Firstborns nehmen, ne? Ich denke mal auch. Das wird so gut anpassbar sein. Ich finde es nur witzig, dass jetzt irgendwie so, also Genie hat so eine Sache eben erzählt vom Talk. Und zwar, dass sie ja Trockenshampoo benutzt, um oben quasi, wenn die Haare fertig sind, die zu entfetten, aber dann für die Haarpflege unten in die Spitzen wieder Öl reinmacht. Ja. Also es ist quasi Öl, sie verschiebt das Öl. Und irgendwie der Release, der erinnert mich irgendwie an diese, das ist für mich so eine Analogie, weil irgendwie einerseits war es jetzt zuerst so, wir bringen nur noch Primaris-Kram raus, aber dann war irgendwie der normale Firstborn-Kram irgendwie immer spielstärker als der Primaris-Kram. Und jetzt kommen wieder Firstborn Terminatoren raus und jetzt bin ich einfach komplett verwirrt. Was wird jetzt outfaced? Was existiert noch? Was ist Realität? Was ist Fiktion? Ich bin raus. Man hat ja eigentlich immer gedacht, sie haben die Primaris nur erfunden und rausgebracht, damit sie den Space Marine Spielern nicht sagen müssen, hey, eure Modelle sind jetzt irrelevant und outdated und
kauf die neuen. Und deswegen haben sie es ja parallel laufen lassen, dass man sagen kann, ja, du kannst deine alten ja auch noch spielen, aber du hast ja die geilen neuen. Und das beweist ja eigentlich genau das Gegenteil. Damit sagen sie ja eigentlich, ja, wir wollen ja schon, dass es parallel existiert. Ja, das Ding ist halt zum Beispiel bei den Terminatoren, dass das wohl lore-mäßig auch so ist, dass es quasi die Terminator-Armor nicht ersetzt werden soll, sondern da kann auch ein Primaris rein. Mhm. Also es ist quasi einfach nur, es ist halt die neue Terminator-Armor und es ist quasi das alte Design, aber da kann auch ein Primaris drin sein und die sind ja so fett, dass die halt einfach größer sind als ein Intercessor, ne? Also ja, das ist Vergleich. Deswegen, glaube ich, die wollten dann einfach dieses ikonische Design halt nicht aufgeben. Ich glaube jetzt nicht, dass andere Firstborn-Einheiten neu rauskommen. Mhm. Vielleicht maximal sowas wie eine Sanguinary Guard oder so. Mhm. Aber selbst da glaube ich nicht unbedingt dran. Mhm. Und ja, so ist es. Aber ich finde es richtig geil. Ne? An sich richtig geil. Die Frage ist, neue Termaganten auch richtig geil? Ja. Die neuen Termaganten. Das ist so witzig. Ich habe noch einen Tag vor dem Reveal habe ich noch mit dem Stream darüber geredet, dass die neuen, dass ich halt Termaganten zu Hause habe, ich mich aber weigere, seit 5 Jahren Termaganten anzumalen, weil ich immer sage, es sollen neue rauskommen. Es kommen neue raus und deswegen werde ich keine alten Termaganten mehr anmalen in meinem Leben. Und die gefallen mir super. Die sind ein bisschen, die sind mehr chunky, die sehen irgendwie, weil das ist so auch so ein Problem gewesen bei ganz vielen älteren Tyranniden-Figuren, die sind zu glatt. Die sind zu glatt und die sind zu, also die wirken irgendwie nicht so richtig organisch. Also zum Beispiel jetzt so Termaganten, finde ich. Und also, die schon. Ich muss jetzt sagen, sie sehen jetzt nicht wirklich anders aus. Doch, die sehen übel anders aus. Die haben halt ein bisschen andere, so die Schweifposition geht halt mal ein bisschen höher oder niedriger. Alles ist an denen anders. Aber ihr seid einfach keine Tyranniden-Konnoisseure. Ich habe doch da gar nichts dazu gesagt. Ja, hier, aber ich spüre schon die Aura, die hier wabert, der Kritik. Ich finde, also die Sache ist halt, ich finde es eigentlich wieder genau richtig gemacht, weil die sehen geupdatet aus, sie sehen dynamischer aus, sie sehen neuer aus, sie sehen besser gesculptet aus. Du wirst aber, wenn du einen 20er-Trupp hast, wo du 10 von den alten und 10 von den neuen hast, sie perfekt zusammenfügen können. Ne. Genau wie bei Necrons, genau wie bei Eldar, genau wie bei Orks, genau wie bei, was kam noch neu raus? Nee, ich finde, die sind schon sehr anders. Ja. Echt? Ja. Ich glaube, die stehen noch auf einer größeren Base. Ja, 28er. Ja. Ja, aber die GW geht ja eh irgendwie von 25ern weg. Was es kommt sehr ja irgendwie, gut ist. Ja, es geht ja irgendwie alles auf 28er. Aber ich finde die so, an sich sind die cool, so geupscaled. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die ein bisschen ekliger aussehen. Jetzt muss ich sie nochmal sehen. Weil ich finde, die sind so ein bisschen quasi so von der Beinposition und diesen Ärmchen und so, sind die ein bisschen comic-y, finde ich. Ja. Und ich hätte mir sie ein bisschen rougher gewünscht. Okay, so ein bisschen mehr wie die Forger-Tyranniden. Ja, ja. Ne? So, okay, den Kritikpunkt verstehe ich. Aber guck dir einfach mal an, wie geil. Die sind jetzt so chunky auch. Die haben jetzt so wirklich so ein bisschen so Gewicht, weißt du? Aber warum ist so cool. Einfach wieder diese vordere Klaue an einem Tactical Rock dran? Ist es so? Ja. Und das mag ich nicht. Ich glaube, es sieht nur so aus. Ich glaube nicht. Egal, wenn wir sehen. Ja. Ich muss sie mal in live wirklich im Vergleich sehen. Ich glaube, dann fällt das noch mal krasser auf. Vielleicht sind die wirklich auch ne, sehr viel dicker noch mal. Ja, du hast, bist kein Tyranniden-Konnoisseur. Also, ich hatte selber mal Tyranniden. Ich hatte vor dir Tyranniden. Ja, ja, aber trotzdem bist du kein Konnoisseur. Bla, 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 bla. Termaganten, außerdem das allererste Datasheet der neuen Edition. Ja, es wird sich sehr viel ändern. Boah, das ist richtig spannend. Das Spannende ist quasi, um das mal kurz so zusammenzufassen, wir kriegen quasi wieder ein komplettes Reset. Das heißt, jedes Datasheet wird neu geschrieben für die neue Edition. Und der entscheidende Unterschied zum letzten Mal, als das passiert ist in der 8., ist, dass wir nicht so blöde Indexbücher haben, wo einfach quasi so, ja, hier habt ihr jetzt halt die Einheiten und dann könnt ihr die halt spielen, aber eigentlich haben die keine Regeln. Sondern das ist so scheiße. Es gibt zwar auch Indexbücher, aber es wird alles digital. Alles wird es von Tag 1 als PDF zum Download geben. Kostenlos, was ein riesengroßes Ding ist, finde ich. Da wird es sehr spannend, finde ich, wie die das über die Edition weiter gestalten. Mhm. Ob die das dann mit dem Digitalen nachher auch versuchen, sehr stark zu monetarisieren oder ob diese Philosophie der kostenlosen Datasheets da bleiben wird.
Und jede Fraktion kriegt quasi dieselbe Regelmenge, wie auch später in einem Kodex drin ist. Denn jede Fraktion kriegt auch ein eigenes Detachment. Und alle Fraktionsregeln werden auf eine Doppelseite beschränkt. Das heißt, es gibt einfach für jede Fraktion jetzt immer eine Doppelseite Regeln. Und alles andere kommt über die Datasheets. Also aber es gibt keine 5 Seiten Stratagems mehr, keine 1000 Baller Trades und Psychic Powers. Gerade Psychic Powers gehen komplett auf die Datasheets drauf. Es wird einfach sehr, sehr Datasheet fokussiert und einmal so ein kleiner Rahmen halt auf dieser Doppelseite. Ja. Aber sind auf dieser Doppelseite dann auch sowas wie Warlord Trades, Relikte und so drauf? Alles. Das ist geil. Wie ist das bei den World Eaters? Wie ist das bei den World Eaters? Haben die das schon? Nee, also nicht richtig. Also auf eine Art, die haben quasi schon eine sehr reduzierte Menge. Mhm. Aber alle Regeln für deine Fraktion wird es halt nur noch auf 2 Seiten geben. So, also was quasi vorher jetzt irgendwie 10, 15 Seiten im Kodex einnimmt, wird auf 2 Seiten runtergedampft. Der Rest soll über Datasheets kommen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Mhm. Es gab jetzt noch so ein Interview-Video, wo die darüber gesprochen haben, wo einen so ein Wortlaut drin war, dass sie quasi, weil der Claim ist ja simplified but not simple. Mhm. Wo ich sehr gespannt bin, weil aktuell haben wir ja eh das Problem, dass so viele Regeln quasi sehr viele Umwege haben, über welche Ecken dieselben Regeln wieder erzeugt werden. Also zum Beispiel einfach so Hit Rerolls oder so. Und dann musst du irgendwie noch 3 Sachen irgendwie über 3 Umwege gehen, dann hast du die Hit Rerolls irgendwann. Und da haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Regeln, die Sachen jetzt haben, einfach vereinfachen und die quasi direkt irgendwie aufs Datasheet packen oder so in einer Fraktionsregel. Mhm. Das sieht man schon an dem Tyranniden-Datasheet. Es gibt keinen Weapon Skill mehr, es gibt keinen Ballistic Skill mehr. Mhm. Das ist jetzt immer in der Waffe drin, was sehr gut ist. Ja. Denn so sparen wir schon mal direkt eine Regel, wenn zum Beispiel ein Thunderhammer -1 zu Hit hat, musst du gar nicht nochmal extra lesen, siehst du direkt, na, der Thunderhammer, der trifft halt immer auf 4 und ein Kettenschwert trifft halt auf 3. Genau, so. Macht genau gar keinen Unterschied, ist halt einfach nur wieder aber eine Sache, die man sich mega merken muss. Ja, und das ist das Geile, weil ich finde, bei AOS am Anfang war es mir dann zu wenig auf dem Datasheet. Dann hast du halt diese 4 Werte. Ja. Und jetzt hast du immer noch Werte drauf. Mhm. Und du merkst, bei jeder Sache ist es eigentlich genauso wie vorher. Nur du musst nicht nochmal blättern. Irgendwie. Mhm. Weil es gibt keine Profilstärke mehr. Das ist auch einfach in der Waffe drin. Es gibt noch eine Toughness. Toughness generell wird ein spannendes Ding, weil viele Sachen höhere Toughness kriegen sollen. Also Fahrzeuge sollen einfach werden wahrscheinlich immer über Toughness 10 sein. Also so die Range von Toughness soll einfach mehr Export werden, dass vielleicht auch Fahrzeuge wieder tanky sind und halt, dass du nicht jetzt einen Transporter einfach mit Boltern so weg chippen kannst. Ja, das ist halt das Doofe, ne? Weil bis jetzt in der Edition war es halt wirklich so, wenn etwas einfach sehr gut in Anti-Infanterie ist, dann wurde es automatisch auch sehr gut für Anti-Tank. Ja, es war quasi so ein Kadenzding einfach. Ja. Also so Hail of Doom, du spielst nicht eine Einheit, die Anti-Tank ist und eine Einheit, die Anti-Infantry ist. Du spielst einfach nur Shuriken Cannons und wie heißen die anderen Shuriken Rifles? Shuriken Schleudern. Keine Ahnung. Katapulte? Ja. Katapulte, ja, danke. Katapulte. Also du spielst einfach nur diese beiden Arten von Waffen und durch die Kadenz und die Rerolls machen die alles kaputt. Ja, ich finde auch, ich sollte, ich hoffe, dass sie das wirklich so machen, dass ich quasi hingehen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt ganz schnell alle Anti-Tank-Einheiten ausschalten. Ja. Und wenn ich das schaffe, dann kann mein Gegner nicht mehr richtig mit meinen Panzern interagieren. Ja. Und dann hat er ein riesiges Problem. Und das, ne, weil das ist ja schon alleine wieder Taktik. Ja. Ich finde es so witzig, weil das ist halt actually, also meine Custodes spielen sich ja schon genauso. Ich habe nur wirklich spezifisch was Anti-Tank oder was Anti-Infantry. Und was bei mir Anti-Infantry ist, macht nicht wirklich was gegen die Tanks und andersrum. Das stimmt. Meine Custodes sind einfach schon Edition 10. Ja gut, aber ich meine zum Beispiel, da ist auch das Ding, die Servo-Launcher, die sind ja trotzdem gut in Elite-Infanterie. Und in Fahrzeuge. So, also die sind ja jetzt keine, aber die machen ja trotzdem nur halt einen Schuss. Die sind ja nicht so, oh, wenn das ganz viele sind, dann splittet das über oder sonst irgendwie was. Also deswegen, die sind halt wirklich schon sehr, sehr spezifiziert gewesen. Ja, dann haben wir noch Leadership wird ganz anders. Da sehen wir jetzt auch den Wert von 8+ zum Beispiel bei den Thermaganten. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie bestätigt das ist. Ich habe nur gelesen, dass quasi
die Morale Phase auch raus sein soll. Und du machst quasi am Anfang deines Zuges einen Leadership-Check. Es laufen keine Modelle mehr weg, sondern die kriegen dann irgendwie so einen Drawback. Irgendwie so treffen vielleicht um eins schlechter oder keine Ahnung. Das finde ich auch gut, weil ich finde halt weglaufende Modelle oder wenn halt dann so eine Einheit einfach stirbt wegen Moralwert, ist immer irgendwie so, dann lieber noch was mit denen machen können. Das ist auch bei Warhammer schlechter. Irgendwie unfluffig, ne? Ja? Total. Wenn einfach ein Modell wegläuft. Weil gerade so, keine Ahnung, eine Einheit Space Marines, der Space Marine, der läuft ja doch jetzt nicht einfach weg. Nein. Sondern der bleibt ja trotzdem in der Einheit. Das sind doch alle Sachen, die in einem Warhammer-Spiel stattfinden, ja. Sind doch irgendwelche krassen Leute. Da ist ja jetzt, also vielleicht Gretchen so, aber wo sollen die hinlaufen? Ja, also genau das halt, ne? Also, und da kannst du ja dann auch wiederum auf Starter-Sheet wieder die Regel machen, zum Beispiel jetzt bei Gretchen. Mhm. Wenn du den Moraltest verpatzt, dann sterben 5 Gretchen, ja. weil die halt wirklich wegrennen. So, aber wenn du da zum Beispiel diese Geschichten hast, wie von den Tau gibt es so eine Reliktwaffe oder so, die gibt -4 Moralwert, wenn die trifft. Und da ist zum Beispiel so ein Blob Chaos-Terminator, der kriegt diesen -4 Moralwert-Treffer ab, ne? Du tötest einen Terminator, plötzlich können alle einfach wegrennen, wenn du Pech hast, ne? Ja, das ist halt auch so swingy, ne? Ja. Dass du dann so, dann würfelst du irgendwie bei der halben Stärke irgendwie dann auf einmal ganz viele Einsen und Zweien und dann ist irgendwie so, Ja. Und das, also, ich find's gut, wenn die das irgendwie ändern. Ich finde auch, jetzt, wo ich Orks gespielt habe, die laufen nur mit Moralwert 7 rum. Weil GW halt das quasi nur entweder hatte, Orks sind Moral immun oder Orks haben halt immer Angst, quasi. Und beides ist kacke fürs Spiel. Ja. Und ja. Da bin ich mal echt gespannt. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die man da cool umsetzen könnte. Auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch als letzten Punkt den Objective Control Profilwert. Oh, das ist so schlau! Ja. Auch einfach. Ganz schnell, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ja. Einfach nur, wir wissen jetzt auch noch nicht genau, wie der Wert funktioniert, aber wahrscheinlich ist es halt sowas wie zum Beispiel ein Thermagant hat Objective Control 2, dass das zählt für 2 Punkte. Wahrscheinlich zählt es dann einfach alle Objective Control auf dem Objective zusammen und wer halt mehr hat, der kontrolliert es. Ne? Einfach, dass Obsec raus ist, ist auch cool. Army Construction wird ja auch anders. Es gibt keine Detachments mehr. Es ist einfach nur, nimm deinen Warlord und nimm die Einheiten, die du willst. Ja. Maximal 3. Aber hast du nicht eben gesagt, dass es irgendwie wieder für die Fraktionen dann spezifische Detachments gibt? Ja, genau. Oder so? Also, ja. Aber es gibt keine. Also ist das dann quasi so ein bisschen wie bei AOS gemeint, dass man quasi. Du kannst einfach spielen, was du willst? Das wissen wir nicht. Okay. Also, das ist. Keine Ahnung. Das, okay. Quasi die Aussage ist einfach nur, es gibt halt keine Detachments mehr. Und weil es ist alles ja quasi nicht in dem Regeltext geschrieben, sondern das ist ja nur quasi die Erzählung aus dem Video von einem der Game Designer oder so. Und da ist einfach nur die Aussage, hey. Wir haben keine Detachments mehr, du kannst einfach hingehen, deinen Warlord picken und dann halt die Einheiten, die du möchtest, von jeder 3 und von Battleline, es gibt halt irgendwie so ein Battleline-Keyword, von denen kannst du dann halt 6 nehmen. Mhm. Und ansonsten gibt es halt quasi ein Fraktions-Detachment. Ich denke mal, das ist einfach so, dass du halt deine Faction auswählst nach dem Detachment und dann hast du da quasi die verfügbaren Warlords. Dann nimmst du halt den mit und dann kannst du halt den Rest vollpacken. Wahrscheinlich, ich denke mal, es muss ja noch irgendeine HQ-Limitierung geben. Ja. Sonst sind wir ganz schnell wieder bei Abaddon und 3 Discolords und dann nehmen die noch 3 Dämonenprinzen mit und dann hauen die einfach alles kaputt. Aber mal gucken. Das wird uns in den nächsten Wochen alles erwarten. Mhm. Die letzte Sache noch jetzt zum Thema neue Edition. Was noch kommt, ist quasi auch ganz schnell abgehakt. Für uns eigentlich super irrelevant, für Neuansteiger aber ein Ding. Neuer Spielmodus Combat Patrol. Es sind quasi alle Combat Patrols, die es bis jetzt gibt, sollen untereinander ein Balancing erhalten, dass sie nochmal eigene Datasheets haben für diesen Spielmodus, dass halt ein Neuansteiger einfach hingehen kann, kauft sich die Box Combat Patrol und dann kann er dann direkt damit halt eine Liste spielen. Gegen die anderen Combat Patrols. Finde ich richtig gut. Ja. Weil das Problem war einfach immer, dass wenn du jetzt jemandem gesagt hast, hey, fang doch mit Warhammer an, dass du halt einfach, ja, du konntest dir eine Combat Patrol kaufen, ja, du konntest 500 Punkte spielen, aber 500 Punkte war halt einfach kacke.
War halt ja. nie balanced. Es war super unbalanciert. Es hat sich auch einfach irgendwie für mich nicht wie Warhammer angefühlt, wie es sich halt anfühlt, wenn man größere Punktzahlen spielt und so. Und wenn die das jetzt echt untereinander gebalanced haben, dann ist es halt zumindest eine Möglichkeit, damit anzufangen, ohne dass es irgendwie so ein Feels-Bad-Moment ist. Besonders kann ich dann halt auch hingehen und mit einem Kumpel zusammen anfangen und wir können uns beide eine Combat Patrol kaufen. Und ihr müsst Spaß halt auch haben. Ihr müsst halt auch nicht gucken, oh, aber deine Combat Patrols sind jetzt 600 Punkte, meine sind nur 450, da muss ich mir noch ein Charaktermodell kaufen oder sonst irgendwie was. Und einfach Box, los. Ja. Genau. Ja, so viel zur neuen Edition. Ich glaube, wenn dann mal ein bisschen mehr Infos noch raus sind, dann können wir da nochmal ein bisschen differenzierter drüber sprechen. Ja. Jetzt gerade ist es halt sehr viel Mutmaßen und Spekulatius. Dann kann man sich alles so reinsnacken und so. Deswegen will ich da auch noch gar keine feste Meinung zu abgeben. Generell, ich freue mich. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Schön. Wir freuen uns. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was kommt. Was kommt. Das hat niemand verstanden. Nein. Niemand hat es verstanden. Dann das nächste riesige Ding, also neben neue Edition, ist Lyle L. Johnston, der Primarche Dark Angels, ist zurück in 40k. Ja. Der, wer das noch nicht mitbekommen hat, der lebt auch unter einem Stein. Ah, oh, der hat ich verstanden. Weil Loose is under a rock und der Löwe ist auch unter einem. Ja. Ich bin mal gespannt. Also, ich finde das Modell finde ich cool. Er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also ich war jetzt nicht so, wow, der Löwe. Aber er ist trotzdem cool und der wird bestimmt irgendwie mal Einzug bei mir finden und so. Ich finde persönlich den Kopf mit der Kapuze am coolsten, mit Gesicht und Kapuze. So. Und ich bin aber, was mich viel, viel mehr interessiert ist halt, was wird jetzt das Erwachen des Löwen was für eine Auswirkung wird das im Fluff haben? Wird sich jetzt Gilliman mit dem Boxen und dann hassen die sich? Oder ne, was ist jetzt? Das sind so zwei riesig große Figuren, die dann plötzlich auf diesem Schachbrett stehen. Also es kommt und ja locker wieder. Schwert wieder haben. Ja. Weil Cypher hat ja immer noch sein Schwert. Oh ja. Das will er bestimmt wieder haben. Aber ich denke mal, da kommt auch genau wie bei Indomitus und immer, da wird ein Buch direkt zu rauskommen, quasi zur Starterbox, wo genau das behandelt wird. Was passiert jetzt eigentlich? Aber zum Modell muss ich sagen, ich bin unglaublich jelly. Das Buch, was dazu rauskommt, das Arcs of Oven the Lion. Ah, der ja Löwe gut. hat ja nichts mit der neuen Edition zu tun. Mhm. Der kommt ja jetzt im fünften Arcs of Oven Buch. Und die Starterbox wird ja wieder Ultramarines. Ja, das stimmt. Sieht man ja schon. An den Modellen. Das stimmt. Ne, aber zum Modell, ich bin ultra jelly auf Dark Angels, weil ich persönlich mag eigentlich keine Dark Angels. Ja, ich bin so jemand, der sagt, ich mag die einfach nicht. Aber ich finde, dieses Modell ist einfach so unglaublich schön. Ich finde ihn, ich mache jetzt hier wirklich einen Call, ne? Mhm. Ich finde ihn den schönsten Primarchen, den es bis jetzt gibt. Forge World included. Ich drehe ihn nochmal zu mir, weil ich finde, er hat eine unglaublich krasse Ästhetik. Der sieht halt für mich sehr wenig dieses typische Warhammer-Ding raus. Der hat so eine richtig geile Ritterrüstung. Ich finde diese vielen Stoffschichten super geil und eigentlich sehr untypisch für Games Workshop. Sehr viele von den Details sind halt auch giga-realistisch gehalten. Zum Beispiel alleine die Art und Weise, wie der Gürtel nochmal so umgefaltet ist, wie so ein Labgürtel, so ein typischer, und nicht einfach dieses typische GW-Ding, oh, ich hab einen Gürtel, ne? So, es sind einfach diese ganzen, dieses Schild, es ist einfach unglaublich gut. Ich find's nur so schade, dass halt jetzt als Vergleich bei den GW-Primarchen Gilliman dagegen jetzt halt einfach aussieht, als ob das so ein 12-Jähriger designt hätte und so. Da ist halt so null Flavor drin. So Gilliman ist halt so, ha, ich stehe da mit meinem Flammenschwert. Gilliman hat zu dicke Enden in seinen Extremitäten. Ja, und er sieht halt wirklich, er ist gut proportioniert, er hat so tolle Details. Ich liebe den Kopf, auch wenn es Tywin Lannister ist. Und ich habe das direkt, als ich ihn gesehen habe, zu René gesagt, das ist Tywin Lannister. Am Abend später sehe ich noch unzählige Memes, wo Leute da einfach Tywin und Tyrion zu dem kleinen Zwerg daneben gemacht haben. Das fand ich auch sehr witzig. Ich finde dieses Modell einfach unglaublich schön und ich bin so neidisch, weil ich werde niemals Dark Angels machen, aber ich brauche einen Grund, warum ich mir dieses Modell kaufen darf und ablecken will. Ich finde es scheiße, dass das so ein Opa ist.
Ich liebe das. Ich finde es richtig kacke. Ich find, Primarchen sind für mich so alterslos. Die sind so Halbgötter, die so alterslos einfach quasi so durchexistieren. Und dann ist so, dann sieht er einfach aus wie Horst Lichter. Ich liebe das, weil er dadurch für mich sehr viel mehr Autorität hat. Der ist für mich halt, keine Ahnung, das ist für mich jetzt halt einfach so ein ja, so eine Machtperson. Also, ich freue mich schon drauf, den einfach mit Anhorn umzuklatschen, wenn ich gegen Dark Angels spiele. Also vielleicht so, also er könnte so 10 Jahre jünger sein. Ich glaube, dann wäre der in dem perfekten Sweet Spot. Ja, das kann man bestimmt auch so bemalen. Wenn du die Falten nicht so stark betonst, dann sieht ja der auch jünger oder aus. Oder du gibst den einfach eine Kapuze. Nee, ich finde den... Dann kann er also als sein. Oder einen Helm mit Kapuze, damit es nicht auf den Helm regnet. Oder den Helm mit den Flügeln und der Kapuze drüber. Das hat man auch schon gesehen. Kannst du ja modellieren dann. Ja. Ja. Ja, ich bin aber auch gespannt, was in dem Buch passiert. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, weil es gab schon ein Artwork, wo Angon gegen den Löwen kämpft. Mhm. Und wenn GW eine Sache nicht kann, dann ist es, die Verliererseite nicht wie einen absoluten Idioten aussehen zu lassen. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge davor, dass Angon jetzt so einmal wiederkam und seinen Moment hatte. Und ja, jetzt wird er einfach direkt humiliated und verliert so richtig blöd gegen den Löwen. Also ich finde, wenn der Löwe gegen Angon gewinnt, dann muss es so richtig tense sein. Da müssen so richtig Stakes drin sein. Da muss richtig alles abverlangt werden den Dark Angels. Mhm. Du meinst so, der halbe Inner Circle ist tot. Ja. Azrael hat seinen kleinen Mann verloren. Genau. Ich dachte, die Space Marines haben keine Geschlechtsteile. Ja, ich meine den kleinen Mann, hier den Watcher. Wie ist denn sein Pimmel? Ah, ich meine, hier, guckt euch das Artwork an. Der kleine Rittermann und dann der große Angron. Das ist geil. Ja, aber das ist doch... Das ist ein sehr schönes Artwork. Also, das passt doch übel gut. Das ist der Ritter, der quasi den Dämon erschlägt. Weißt du? Das ist doch, mehr Fantasy geht doch gar nicht. Also ich find's auch okay, wenn Angron halt unglaublich viel vernichtet bei den Dark Angels und dann klappt Lionel ihn halt weg. Ich find's auch gut, wenn der einfach hingeht und einfach der Angron wütet darum, ne? Und dann macht der Löwe auf und dann slappt er den einfach einmal so durch den Warp. Einmal so, ne? Nee, das wäre ja wieder genau diese Humiliation. So, dann du willst doch auch nicht, dass dein... Jetzt, also, wen magst du bei Warhammer? Das ist das Problem. Du magst keinen, ja. Nein, Castellan Crow. Ja, du willst doch auch nicht, dass Castellan Crow dann irgendwie irgendwo hingeht und dann wird er, keine Ahnung, von so einem Inquisitor im Schwertkampf besiegt, von so einem Menschen. Oder wird von seinem eigenen Schwert erstochen. Ja, das fände ich wieder geil. Wenn er das eigene Schwert ihn ersticht. Naja. Das wäre sehr lächerlich. Boom ist so, mit dem kann man nicht reden. Das funktioniert nicht. Gehen wir mal zurück in die Zeiten der Primarchen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, das habe ich mir überhaupt nicht angeguckt. Heresy, decide the fate of Ketonia with the first Horus Heresy Campaign Book. Genau. Es ist halt ein Campaign Book. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, Heresy kam letztes Jahr so mit riesen Trara raus, mit einem geilen Trailer. Aber, also bis jetzt ist der Trailer das einzige aus Heresy, was mir so irgendwie was gegeben hat. Also ja, ist es irgendwie sonst, keine Ahnung. Spielt das jemand? Also, ja, ich glaube, das Problem ist irgendwie bei Heresy, es ist halt so groß, ne? Und es ist so ein riesen Commitment. Ja, ich finde, es geht halt, also, na gut, damit es halt cool ist, ne? Ja. Damit so ist, man spielt wirklich Heresy. Genau. Und man stellt jetzt nicht einfach nur 50 Space Marines auf gegen andere 50 Space Marines, sondern da willst du ja auch hier die geilen Mechanicus Knights und Titanen. Ja, das ist es halt. Es wird halt erst interessant, wenn da, glaube ich, ein bisschen mehr auch von GW rauskommt. Es wurde ja auch irgendwie gesagt, dass ja auch nochmal welche von den größeren Knight-Klassen in Plastik rauskommen sollten. Hier der Lancer und sowas. Ich glaube, das wird dann halt... So, das ist immer gerumored. Und wenn das gerumored ist, dann speichert Genius immer ab. Das wurde gesagt. Nein, ja, ich habe doch gesagt, es wurde gerumored. Also es wurde mal gesagt. Aber das ist bei mir... Es wurde mal gesagt, ist immer nur Rumor. Und wenn ich sage, es wurde offiziell gesagt, dann ist was anderes. Ja, aber bei mir ist Heresy halt auch so, okay, ich kann halt dann einfach die Marines kaufen und ein paar Panzer jetzt schon, das ist halt so. Ich muss sagen, im Nachhinein fand ich es einen Riesenfehler, bei diesem Heresy-Regelsystem zu bleiben. Weil du es einfach,
finde ich, komplett unattraktiv machst für alle Leute, die so 40k spielen. Weil da reinzutreiben, ne? Halt jetzt wieder, also alle, die nach der 8. Edition, also nach der 7. Edition angefangen haben, die müssen dann einfach ein komplett neues Regelsystem lernen, was aber quasi wieder so halb anders ist. Weil im Prinzip ganz, ganz grundlegend funktionieren die Sachen ja ähnlich, wie du triffst mit einem D6 auf 3+, mit einem Space Marine. Aber so viel Stuff ist anders und ich hätte jetzt gar nicht die Motivation, mich nochmal so in halt diese alten Regeln dann einzulesen. Das ist nämlich auch mein Problem. Und gleichzeitig ist es halt auch so, du müsstest jetzt eine komplette Armee dafür machen, die du aber halt nicht für 40k benutzen kannst. Und es spielt irgendwie niemand so. Also es, ich habe nicht zum Beispiel das Gefühl, dass es jetzt so eine offene Community gibt, wo du so bist, so, ich kann jetzt einfach zum Turnier fahren, ich kann jetzt einfach zum Stammtischtag gehen und da zocken. So, sondern das ist dann irgendwie so... Ja, zumindest nicht so in unserer Bubble, ne? Gibt's bestimmt einige, die das so haben. Es ist ein bisschen wie League und Dota, wenn du League spielst und bist dann so, ja, vielleicht sollt ihr mal Dota ausprobieren. Es ist an sich ähnlich, aber es ist trotzdem ein ganz anderes Spiel, aber spielt kein Schwein mehr. Ja. Ja, so fühlt sich halt einfach, ein bisschen also, an. Weil das Ding ist halt, ich hätte halt schon Bock. Ich hätte auch Bock, dann so eine Serrated Sun Possessed-Geschichte dann zu machen und so, ne? Ich hätte übel Bock da drauf. Aber ich, es ist die Anstrengung, irgendwie das alles zu lernen. Ja. Ist gerade für mich ein zu großes Commitment. Genau. Dafür, dass man eigentlich auch halt Warhammer spielt. Und man hat ja schon Warhammer. Wir haben ja schon Warhammer zu Hause. Ja. Das ist irgendwie auch gerade mein Problem. Vielleicht ist es in 2 Jahren anders. Vielleicht kommt die 10. raus und ich hasse die 10. Und dann spielen wir nur noch Heresy. Dann spielen wir nur noch Heresy. Kann vielleicht ja auch bringen sie Heresy dann jetzt in die 9. Naja. Ja, das wäre ja auch wieder doof. Ja, wäre es ja auch. Das wäre ja auch eher als Ja. Dann noch, ich glaube, das ist das letzte richtige 40k-Thema, wenn ich das richtig sehe. Kill Team. Abandon Ship, Kin and Beastman flee the death of a space hike in Kill Team Gallowfall. Wir haben Beastman gegen Wotan. Das ist eigentlich geil. Ja, aber ich bin sauer. Ich habe auch Beastman für Age of Sigmar und die sehen halt alle noch wirklich sehr alt aus und ungeliebt. Und warum kriegen wir denn jetzt bitte richtig geile Beastman für 40k? Weil es die schon in hier Warhammer Quest Blackstone Fortress gab. Ja, ich weiß, aber kann ich nicht bitte auch coole Beastmen für AOS bekommen? Und bei den Wotan bin ich irgendwie super confused, weil es ist ein normaler Warrior-Box quasi mit scheinbar einem Upgrade-Kit, weil du hast neue Waffen und irgendwie ein Sprungmodul. Das ist witzig, das ist das erste Mal, dass das mit Genies Armee passiert, dass sowas passiert. Das ist ja bis jetzt bei jeder Fraktion so gewesen, dass es einfach halt die Troop-Einheit ist und jeder ein Upgrade. Bei Tau waren es Pathfinder mit extra Optionen, bei Dark Elder waren es halt quasi so Special Raider, keine Ahnung. Aber das Ding ist ja, ich darf, ich kann die ja nicht für 40k benutzen, die geupgradeten Sachen. Doch. Aber wie komme ich denn dann daran jetzt? Da kommt ja, die kommen ja als Box raus. Ja, die kommen dann. Die kommen irgendwann auch mal einzeln oder was? Aber also setzen die dann meine normale Flammenkerneneinheit? Nein. Ist wirklich witzig. Genie hat das zum ersten Mal. Ja, Genie, das gibt's schon seit 2 Jahren. Aber wenn ich jetzt doch schon 40 Flammenkern habe und aber jetzt will ich alle mit den geupgradeten Waffen, was mache ich denn dann? Gibt's dann nur den Upgrade-Gussrahmen? Gibt's dann nur die Box mit Upgrade-Gussrahmen? Nee, es gibt dann die Kill-Team Hearthkin Salvager. Ja. Ist genauso wie es die Kill-Team Legionnaires gibt und die Kill-Team Traitor Guard. Und die Kill Team Pathfinder. Da hast du Pech gehabt. Dann musst du dir entweder alle kaufen, nochmal neu, oder du musst proxen. Aber die sind doch auch gar nicht auf meinen Datasheets drauf. Ja. Ja, da kommen ja dann Datasheets für. Warum hast du das denn nie mitgekriegt? Weil es mich nie betroffen hat. Sie hat es einfach nie verstanden. Ja, aber es war ja nie relevant für eine Armee von mir. Ja. Es wird auch wahrscheinlich jetzt nicht super relevant sein für dich. Ich finde das halt Jumpack. Ja, das Jump-Pack, bibbidi-bab, aber dann hast du da einen mit Jump-Pack. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde das Jump-Pack sieht irgendwie doof aus. Der sieht auch doof aus. Ja, Rotar mit Jump-Pack sind irgendwie nicht... Kann ich das nochmal sehen? Ich will mal sehen, ob ich Schwachsinn rede. Nee, das sieht dumm aus. Der sieht aus wie der Fett Yan-Yan von Infinity. Vor allem mit dem Farbschema. Der hat fast so ein breites Kreuz wie ein Decimator. Ja, aber irgendwie, mein Gefühl sagt mir, wenn wiederum davon eine Einheit dann auf dem Tisch steht, ja, das ist cool, dann, aber doch nicht so einge... Cool. Warum habe ich denn so einen Typen in einer normalen Unit? Du hast halt dann einfach so einen Hardkin mit so einer Rotor Cannon, dann hast du halt hier noch so einen Boxer-Hardkin. Ja, den Boxer finde ich richtig lächerlich. Das ist also, so...
Es wird wahrscheinlich nicht besonders relevant sein für dich, fürs Spiel. Ja. Ja. AP 2 Damage. Ja. Brass Knuckles. Aber die Beastmen sind geil. Vielleicht sind die eine neue coole Troop-Choice irgendwie jetzt für Chaos Space Marines. Da bin ich mal gespannt, wenn die Chaos Space Marines jetzt kompetitiv immer noch nicht wieder viable machen. Aber naja. Ich würde die thematisch bei Vashtor sehen. Was kommt. Das finde ich cool. Also ich finde die auch cool. Aber ich bin so, ja, ist halt irgendwie ein Chaos gedöns. Ja. Ja. Dann Age of Sigmar. Ja! The full might and majesty of the Seraphon is revealed. Ja, René weint. Ah. Schmerzen. Wir haben wirklich, wir sagen seit bestimmt 10 Jahren, boah, Echsenmenschen brauchen mehr Federn. Mehr Federn an den Dinos. Ne? Und jetzt haben wir, es könnten immer noch mehr Federn sein, aber es sind Federn. Aber warum haben sie einfach alles in geil gemacht? Und die sind so schön. Die Croxigore sehen cool aus. Es gibt 2 verschiedene Arten Croxigore, einfach nur, weil sie sagen, hier gönnt euch richtig geil einen rein. Dieser Reitermann, der Albino-Reiter, das sieht so schön aus. Die normalen Echsenmenschen-Reiter. Hast du mal die alten Cold Ones gesehen, Ruben? Ja, ich habe die Silber mal gehabt. Ja, ich habe davon auch irgendwie so 30. Und ich weine. Du kannst sie einschmelzen, René. Du kannst sie einfach nur noch einschmelzen. Ich behalte sie für Old World. Und dann kann ich immer sagen, damals die alten Cold Ones. Du kannst ja jetzt deine alten Seraphon nutzen während des Sabbatjahres, um dir Farbschemen zu testen für die neuen Seraphon, die du dir dann ab Januar kaufen kannst. Also alleine die Box, ne? Mhm. Diese Vorabbox. Das Design ist so fucking ästhetisch von der. Das ist so. Oh. Ich glaube, ich hole mir die einfach nur, um mich neidisch zu machen. Boah, das er holt sich die, baut sie nicht auf und stellt sie OVP in sein Regal. Boah, das wär so assi, ne? Weil ich wirklich einfach. Das ist so. Dinos fand ich schon immer mega. Und jetzt habe ich einfach. Jetzt sind das hübsche Dinos. Aber es wird wahrscheinlich wieder voll schwer sein, die zu bestellen, ne? Wahrscheinlich. Ich habe ja auch keinen Fahrzeit gekriegt jetzt. Ja, das ist halt wiederum das Ich Problem. Bin auch so 5 Uhr, ich mach die einfach fürs Raccoon Rumble, aber dann wird mich René Ich hatte früher auch Echsenmenschen. Ich habe auch mal Echsenmenschen. Wir haben alle ein Recht auf Echsenmenschen. Haben wir alle mal gehabt. Ja, ich hatte sie sogar vor René. Das war meine zweite Fantasy-Armee. Ihr seid alle scheiße. Keine Sorge, ich nehme sie dir nicht weg. Ihr seid alle doof. Aber sie sind einfach sehr, sehr gut gelungen. Ja. Was ist euer Lieblingsmodell von denen jetzt, die so aus der ganzen Range? Ich finde die Skink-Reiter, glaube ich, am besten. Aber ich bin auch ein riesiger Fan von Skinks. Ich habe das halt, ich muss sagen, ich habe die Reveals vorher nicht so verfolgt. Mhm. Weil ich so war, ja, die sind halt cool, die kommen dann raus. Und dann, ich gucke mir die dann an, wenn die rauskommen. Ich find die sowieso cool. Ja. Aber das Land ist schon geil. Ja, das ist halt alles hübsch, ne? Ja. Das Skinkreiter mag ich auch. Die Salamander ist auch richtig geil. Sie haben halt nichts verkackt. Das ist alles geil. Und ich glaube halt so, gerade auch, also die ganzen Dinos, die es ja jetzt noch von früher gibt, die passen halt immer noch super da rein. Ja, auf jeden Fall. So. Und das Einzige, was jetzt ein bisschen doof aussehen wird, sind die alten Skinks. Nee, das ich glaube, die werden ein bisschen weird aussehen teilweise. Ich glaube nicht. Ich finde, die sind noch relativ, also die waren auch damals schon geil. Also die sind relativ. Meinst du? Ja, ja. Also ich finde, die passen, also die Skinks passen noch super rein. So, ich kann mir vorstellen, weil jetzt alles so ultra neu aussieht. Und die werden halt, also ich glaube schon, dass die ein bisschen, da wird man das Alter sehen. Aber es geht. Ich glaube, das wird sich das ist vollkommen in Ordnung. Und außerdem gibt's ja auch noch, kam ja letztes Jahr noch raus, Chameleon Skins aus Plastik. Ja. Ist ja auch mittlerweile. Und die sind auch. Ja, das sind auch schön. Ja, dann haben wir, ne? Wo man auch das Alter sieht, sind neue Bone Reaper und Soulbright Grave Lords. Ja, Bone Reaper, neues Charaktermodell, hier so ein Mortis, ein Oath Effector. Also, ja, der ist cool, aber der sieht halt auch aus wie die letzten 3 Male, als ein neues Charaktermodell für Bonemeat herausgekommen sind. Ne? Die sind halt alle sehr. Ah, den habe ich gesehen und ich habe gedacht, das ist ein. Den gibt's schon. Nee, der ist neu. Ja. Aber, also, er sieht cool aus, ne? Das Cover mag ich sehr.
Ja, die AOS 3.0, die ganzen Battletome-Cover. Die sind alles sehr, sehr nice. Oh, der von den Karadrons, das Cover sieht einfach so geil aus. Was ist los mit denen? Die wissen halt wie? Ich finde halt, AOS muss aufhören mit diesen Einmodell-Releases. Das hatten wir bei 40k auch. Mhm. Und ich war auch ein bisschen traurig, dass zum Beispiel für Jinx Lack halt jetzt in der gesamten 9. einfach nur der Reductus Saboteur rausgekommen ist. Ja. Aber bei AOS finde ich es richtig extrem. Ja. Weil dadurch, dass AOS nach Fantasy so viele neue Fraktionen gemacht hat, finde ich, fühlen sich halt alle so ein bisschen Hype an. Ja. Also ich finde, allen fehlen so 2-3 Einheiten von diesen neuen Fraktionen, bis auf Stormcast halt natürlich, ne? Die sind ja wie Space Marines. Aber irgendwie ist es so, du hast halt die alten Fraktionen, wo alles einfach alt ist. Ja. So Skaven, so come on. Aber ganz ehrlich, Skaven kriegen auch ein komplettes Rework. Jetzt wo Seraphon, ich werde mit dir nächstes Jahr. Aber es ist halt so, es sind halt jetzt wie viele Jahre? Ja. Also wann kam AOS raus? 2015? Ja, überleg dir doch mal, als jetzt hier Rose auf der Titanic stand und sich daran erinnert hat, wie sie da mit Jack gebumst hat. Ja, aber es sind 8 Jahre. Ja, und bei Rose war es 80. Ja, aber 8 Jahre ohne einen Skaven-Release für eine neue Einheit oder zumindest mal eine geupdatete Einheit. 8 Jahre. Was ich halt auch einfach schlimm finde, sind halt dann nur so diese halb geupdateten Armeen. So, ich bin ja auch überlegen, Slaves to Darkness zu machen. Aber was mich davon halt wirklich abhält, ist, ja, ich habe coole neue Reiter, ich habe die Standard-Units neu, ich habe einen richtig geilen Dämonenprinz. Ja. Ja, und daneben soll ich dann meine Marauder und alten Streitwegen stellen. Ja. Wie sieht denn das bitte aus? Das ist halt wirklich, ich finde, das sieht halt so schlimm aus. Ein ganz anders wilder Unterschied als bei 40k. Ja. Klar gibt es auch Elder so mit den alten Aspektkriegern. Ja. Aber bei Elder, finde ich, fällt es gar nicht mehr so krass auf. So, also ich finde selbst jetzt. Was gibt's jetzt noch? Skorpione sind noch nicht geupdatet, ne? Skorpione, Warp, alles. Hawks, also hier. Nichts ist geupdatet. Außer Banshees und schwarze Kanaren. Ja. Aber da finde ich zum Beispiel die Skorpione, die fassen sich wesentlich besser noch in das Armeebild ein jetzt. Also, als jetzt dann so bei Chaos-Kriegern dann so. Ja, die Fantasy-Unterschiede sind schon echt krass. Ne? So. Das liegt auch daran, dass die ja auch für andere Sachen designt wurden, für ganz andere Base-Größen. Ja, aber da ist halt das Ding, dann bringt die Kacke doch mal endlich neu raus. So, die Pferde und die normalen Chaos-Krieger sind ja jetzt schon richtig geil. Aber ich werde einfach keinen Streitwagen daneben stellen können. Mhm. Oder auch alleine sowas dann wie den Manticore oder eine Chimäre oder sowas. Ach, der geht doch klar, der Manticore. Ich finde schon. Also, wir müssen ein bisschen streng jetzt. Die armen Fantasy-dunklen Ritter. Naja, dann haben wir noch Ivia Volga, The Outcast. Die finde ich geil. Ja, ich finde. Die ist geil. Ich finde die richtig geil. So ich bin so ein bisschen so. Du musst den racen. Ich habe ja auch ein bisschen Soulblight. Und ich habe mir so gedacht, ja, hätte es jetzt das 15. Charaktermodell für die Workers Dynasty gebraucht? Hätte man nicht irgendwie eine coole neue Einheit machen können oder halt irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Monster? Das ist einfach so, ja. Ach, ich finde sie cool. Die ist cool. Also vielleicht hätten sie einfach quasi die früher gemacht, statt irgendwie so Lady Annika. Ah, und dann Annika jetzt Lady Annika rausbringen. Nee, weil Lady Annika ist so ein Trash-Modell irgendwie. Wer ist das überhaupt nochmal? Ja, das ist hier eine von diesen Workers-Leuten. Lady Annika, the First Thing Blade. Ah, das ist die so ganz so geschwungen und so dünn quasi ist, ne? Ja, ich mach die dann nochmal gerade auf. Ach, die. Ja. Mhm. Und dann gibt's ja auch noch den Kryothar, the Red King und so. Das ist alles so. Ja, brauchen die so viele egale Charaktermodelle. Mhm. Aber das macht sich doch auch. Also, das ist doch das, was Vampire ausmacht, oder? Die Charaktermodelle. Ich finde, das ist generell schon, aber so ein bisschen. Es gibt ja schon so viele coole. Also es gibt ja schon Raduka und Benadam Volga und dann noch so 2 mehr. Aber es sind ja quasi 4 für eine Subfaction. Ja. Aber es sind jetzt 5 Charaktermodelle für eine Subfaction. Ja, und du kannst 6 spielen. Ja. Da ist noch Platz für einen. Let's go! Aber ich finde, das macht AOS für mich aber auch so ein bisschen aus. AOS ist für mich der Fokus auch einfach sehr stark auf Heroes gelegt. Das ist für mich halt einfach Hero Hammer. Also ich finde es geil, wenn ich einfach viele Charaktermodelle auf dem Feld habe und auch nochmal die Auswahl zwischen vielen Charaktermodellen. Ja, aber nicht so diese kleinen Charaktermodelle, sondern so auf so einer kleinen Base und dann sind die so
ein Mensch. Und dann haben die aber auch keine geilen Regeln, sondern sind einfach nur so, die hauen halt so viermal und dann können die so einmal so eine Wunde mit einem Zauber machen. Ja, die haben ja schon alle Buffs für spezifische Einheiten. Ja, also die Vampire, aber du weißt ja nicht, wie die Vampire jetzt im neuen Buch sind. Ja. Ja. Mal gucken. Ne? Dann Cities of Sigma. Richtig geil. Ja, ja. Ja, Menschen interessieren mich nicht. Ja. Boah, die sind einfach, einfach geile Modelle. Die sind schön. Ich bin total gespannt, wie die ganze Range aussieht. Ja. Sind schon schön, aber es sind halt Menschen. Also es geht halt in diese Richtung. Ich sag ja schon seit der ersten Edition Age of Sigma, ich hätte gerne Fantasy-Ritter-Menschen, die so eigentlich normale Menschen sind, die dann irgendwie ihre Schwerter verzaubern und dann mit den verzauberten Schwertern genug Power haben, um gegen die Monster zu kämpfen. Also Dark Souls-Charaktere. Jetzt einfach nur ein Dark Souls-Charakter. In Dark Souls verzauber ich dann nicht mein Schwert. Doch, natürlich. Das hast du ständig gemacht. Doch immer dieses und dann kannst du auch. Ja, doch, das stimmt. Ja, ich meine, das ist doch dein Playstyle in jedem Souls-Game. Ja, doch, das. Ich meine, so, was ist denn jetzt mit dir? Ja, da bin ich, dass halt dieser Ritter geht und dann so. Und dann überzieht der quasi seine Klinge so mit Magie und dann rennt der irgendwie auf diesen Chaos-Ritter zu und haut den ein und stirbt dabei, aber drei weitere auch mit ihren Magieschwertern sind so und das ist einfach das Szenario und ich freue mich einfach voll drauf, wenn die Range rauskommt. Bin mal gespannt, wie der Rest halt aussieht. Ich hoffe, dass die so in diesem düstereren Thema bleibt und jetzt nicht dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Pegasus-Ritter oder so als Chef. Doch, den finde ich auch geil. Ja, dann muss der aber dark sein, dann darf der nicht so. Du hast so einen geilen Pegasus-Ritter. Nee. Und noch so einen Clown. Ich will noch einen Clown. Ich will noch so als Support-Hero, will ich so einen Jester. So einen, weißt du, so einen Hofnarren haben. Der so. Zum Glück entscheidest du ja nicht, was für ein rauskommt. Deswegen können wir da erstmal noch beruhigt sein. Dann noch ganz kurz: neue Underworlds-Box. Das ist immer noch Gnarlwood, das ist jetzt World Hollow. Keine Ahnung, ich habe ja mal versucht, bei Underworlds ein bisschen einzusteigen. Puh. Ja. Ja. Die Modelle sind immer geil. Ja, die sind halt auch immer gewagt. Ne? Da traut sich GW auch immer so ein bisschen freakigere Sachen zu machen. Das waren einmal wieder Stormcast, aber so sehr magierfokussierte. Ach so, ja. Und dann einmal diese Zinsch, absoluten Schwommel mit den komischen Familias. Ja, ja, ja. Die Familias sind halt richtig freaky. Die Zinsch-Sachen sind insane gut. Aber ich, aber die Stormcast finde ich super langweilig. Nee, die Stormcast sind doch geil. Die sind schon echt sehr, also, sehr schick. Guck mal hier. Ja, aber ich habe das Gefühl, die habe ich alle schon mal gesehen. Ich finde die Zinsch-Sachen, die sind super unique und spannend. Ja. Die sind einfach so. Guck mal, der Mann, hier, was ist das für ein Arsch? Der ist literally ein Arsch. Das ist ein Zinsch-Symbol mit Tentakeln. So, das sieht ist. Sieht man doch. Das ist doch voll witzig. So. Es ist halt genauso wie damals hier Silver Tower, wo ja auch schon so seltsame Sachen drin waren. Deswegen, ich liebe das. Und das ist auch so für. Also, das die Crew. Hammer. Das ist schon sehr geil. Holst du dir die dann? Nee, ich mag das Spiel nicht. Ja, weil du es nicht kannst, weil du immer aufs Maul bekommen hast. Ja, aber ich spiele auch trotzdem Pokémon, obwohl ich immer verliere. Ich habe gestern Abend gegen Leo verloren. Ja, aber Leo ist auch so ein kleiner Tryhard jetzt geworden. So, der ist jetzt angefixt und macht das jetzt auch. Also von daher. Ja, das war's mit den neuen Releases. Das war's. Ja, aber jetzt ist ja das Ding. Jetzt ist ja noch dieser eine wichtige Punkt, über den ja auch ganz viele diskutieren. Und zwar, es kommen ja jetzt diese neuen Indexbücher zum Thema neue Editionen. Ne? Also keine Bücher? Also PDFs und Karten. Es gibt ja auch jetzt Karten. Ja, das finde ich geil. Ich liebe Karten. Aber es bedeutet, alles, was wir jetzt besitzen, ist ab Juni wahrscheinlich Müll. Der ist doch immer so. Genau. Also ist doch immer so. Also, und den Punkt wollte ich gerne diskutieren, weil ganz viele sich halt übertrieben darüber aufregen. Und ich habe irgendwie ich wurde auch auf Instagram so ein paar Mal angeschrieben mit, hey, meine ganzen Sachen werden jetzt scheinbar entwertet und so. Wie findest du das, René? Und ich habe da aber, glaube ich, irgendwie eine andere Ansicht. Das ist eher so first time. So. Ja, ja. Oh ja, dieses Meme mit dem bei Flug der Karibik, ne? Nee, wo der am Galgen hängt und so. Ja. Erstes Mal? Ja. Ja. Also, naja, es ist halt. Also, man sollte sich die Bücher nicht kaufen. Also, es ist einfach gesagt, weil man muss sich die Bücher theoretisch zum Spielen kaufen. Aber im Endeffekt, ich finde,
wenn man regelmäßig spielt, sagen wir mal, man spielt alle 2 Monate so ein RTT, also so 3 Spiele, mhm, und vielleicht so alle 2 Wochen macht man noch ein Spiel. Das heißt, man spielt in 2 Monaten alle 2 Wochen, das sind ja dann so 7, 8 Spiele, ne? Das sind dann, sagen wir mal, 8 Spiele, das sind dann mal 3 Stunden, mhm, sind 32 Stunden Unterhaltung quasi, ja, plus das ganze Listen zusammenbauen, Codex lesen und so. Ich finde, dass ich dann, sagen wir mal, es sind so 40 Stunden, die man dann mit so einem Buch innerhalb von den 2 Monaten verbringt. Mhm. Ich finde, damit hat sich das ja abbezahlt. Ja. Also für 40 Stunden Unterhaltung, klar, es ist nicht der volle Buchpreis auf die ganze Spielzeit, wenn man ja auch die Figuren, ja, gekauft hat, bla bla bla, aber dafür finde ich es voll okay. Und ich sag mal, wenn du dir jetzt halt ein Pen-and-Paper-Buch, so ein Abenteuerbuch kaufst und dann spielst du das Abenteuer ja auch einmal, dann hast du es ja gespielt, dann ist es ja im Prinzip auch ausgespielt. Mhm. So, vielleicht spielen Leute auch das mehrmals oder so, aber ich glaube, im Schnitt spielst du es halt einmal, du willst ja nicht dann dasselbe Abenteuer, ja, 20 Mal spielen. So, ne? Und wenn du dir einen geilen Roman kaufst, in einer coolen Fassung, sagen wir mal, ne, du kaufst dir so ein vollgebundenes Buch von einem Roman mit 500, 600 Seiten, mit einem coolen Artwork, dann bezahlst du auch 25 bis 30 Euro, mhm, und du liest den halt einmal in, keine Ahnung, 10, 20 Stunden, wahrscheinlich eher 10, man liest ja schneller als ein Hörbuch ist, so. Ja. Und dann ist das ja auch durch. Ja, so. Es ist halt. Und es ist halt von vornherein klar, dass wenn man sich ein Buch kauft und die Regelquelle ist ja wirklich nur ein Drittel oder so von dem Buch. Ne? Also ich finde, da sind also jetzt so 2 Punkte, wo man theoretisch, finde ich, gegen argumentieren könnte. Und zwar erstmal, ich finde jetzt die Anzahl der Spiele ist auf jeden Fall, ich glaube, auf den Durchschnittshobbyisten gerechnet, hast du da viel mehr als, also jetzt mit den alle 2 Wochen ein Spiel und ein RTT. Ich glaube, der Durchschnittshobbyist, der geht nicht auf Turniere und spielt vielleicht so einmal im Monat vielleicht oder alle 2 Monate einmal. Ja gut, aber ich sag, wenn du alle 2 Monate einmal spielst, ja, dann weißt du doch auch, dass du den Codex kaufst, um alle 2 Monate einmal zu spielen. Mhm. Also das ist ja kein Argument. Das ist ja deine eigene Entscheidung, wie oft du spielst. Also hängt natürlich auch von der Zeit ab, aber mhm, wie viel Zeit du auch da reinstecken willst. Ja. Wenn du alle 2 Monate einmal spielst, dann Ist das halt so. Kaufst du dir das Buch ja eh nicht rein zum Spielen. Das Buch bietet halt auch sehr viel mehr. Also du hast zum einen halt auch den Fluff-Teil, mhm, und du hast zum anderen halt auch massig Referenzmaterial. Also ich habe mehrere Aufträge schon gehabt, wo ich glücklich war, dass ich noch einen 5. Editionskodex hatte, weil irgendwie dann da bei den Grey Knights richtig cool die ganzen Schulterheraltiken einfach aufgeführt waren, die in dem späteren Buch nicht mehr waren. Oder meine Space Wolves. Der 6. Edition Space Wolves Codex ist der richtig geil ganz, ganz viele Schulterwappen für Bloodclaws und hast du nicht gesehen hast, die andere Bücher dann nicht mehr haben. Mhm. Und ich suche mir manchmal immer noch alte Bücher raus, um einfach das Referenzmaterial anzugucken. Du hast andere Armeebilder, du hast anderen Fluff und wie Ruben halt schon sagt, der Regelanteil macht halt vielleicht ein Drittel aus. Ja. Und danach, GW geht ja nicht hin und zündet dein Buch bei dir zu Hause an. So, das ist ja auch immer noch ein Sammlerding. Was meinst du? Ich komm von der Tür sind so drin. Haben Sie den World Eaters Codex gekauft? So, ich meine, ich besitze mit dir zusammen, besitzen wir wahrscheinlich insgesamt hinten in diesem Keller über 1000 Manga, die alle im Schnitt 5 bis 6 Euro kosten. Habe ich die in den letzten 3 Jahren angefasst? Nein. Kann ich sie noch verkaufen im Gegensatz zu GW-Regelwerken? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber halt aber auch nicht wirklich, ne? Vielleicht für so einen Euro trotzdem, ja, eben, ein, zwei, ne? Euro gehen Manga weg. Aber ich bin so, ich habe sie da, es ist ein Sammelding. Und wie geil sieht denn bitte trotzdem später so ein cooles Billy-IKEA-Regal aus? Mhm. Und du hast da einfach von 5 Editionen die ganzen Bücher. Das ist doch auch einfach eine Erinnerung für dich. Einfach für dich ein Ding, hey, ich habe damals schon gespielt. So hat sich meine Armee entwickelt. Ja. Und ich finde es halt eigentlich immer übertrieben, wenn Leute da so mega rumheulen mit so, jetzt darf ich wieder alles wegwerfen. Ja, ganz ehrlich, wer von euch wirft das denn weg? Also, da ist ja auch einfach das Ding, es wäre ja so oder so passiert. Ja. Also, selbst wenn jetzt nicht die neue Edition gekommen wäre, mhm, wäre einfach ein neuer Cycle von Büchern angefangen. Ja. Und
früher oder später wäre dein Codex sowieso outdated gewesen. Das war auch mein Argument, was ich auf Instagram geschrieben habe. Gleichzeitig ist es ja halt auch einfach, wenn man sich so einen Codex kauft, halt wie so ein Coffee-Table-Book, was man dann halt mal rausholen kann. Man hat ja trotzdem ein vollfarbiges Buch mit zig Artworks und Bildern von den Figuren, von den Bildern, wie die aufgestellt sind in diesem Mittelteil und so. Und alleine dafür zahlst du doch schon für jedes andere Buch mindestens genauso viel, was so ist. Wenn du in den Buchladen gehst und du kaufst jetzt ein Artbook zu irgendeinem Film oder einer Serie, dann zahlst du wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, für oder hier. Für weniger Seiten. Ja. Das sage ich auch immer. Meine Mutter ist eine leidenschaftliche Sammlerin von Graphic Novels. Ja. Und es gibt wirklich Graphic Novels, die halb so dick wie ein Codex sind, die 50 Euro kosten. Ja. Weil gebunden, Vollfarbe. Ja. Okay, jetzt ist aber, finde ich, so das Ding, das heißt, eigentlich liegt ja auch das Problem, weshalb es immer so ein Feels-Bad-Moment ist, ja natürlich auch daran, wie halt so ein Codex aufgebaut ist. Mhm. Und dass er ja auch irgendwie, finde ich jetzt, im Gegensatz zu dem Codex davor, nie so mega viel Innovation bietet oder so. Ich finde es halt zum Beispiel auch gut, was die Codices auch UEFA machen würde, wenn sie anfangen würden, wie bei Age of Sigmar, auch noch sowas wie kleine Maltutorials reinzudrucken. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Age of Sigmar richtig cool, weil du hast immer in jedem Codex so eine kleine Anleitung, so oh, so kannst du Vampirhaut machen, so kannst du die Flügel machen. Und damit verlieren die ja auf gar keinen Fall einen Wert, weil du trotzdem immer noch mal so ein Nachschlagewerk für hey, so kann ich das bemalen hast. Ja, und wenn sie das bei 40k cool. auch anfangen würden, dass sie so einen Lore-Teil, einen Artwork-Teil, einen nutzbaren Teil wie Tutorials machen und dann halt eben den Regelteil. Ja. Besonders der Regelteil soll ja jetzt eh voll klein werden. Ja, eben. Ja, ne, also dann ich finde, es sollte halt einfach generell die Regeln detached sein von einem Codex. Ja. So halt im Endeffekt wie die Arcs of Omen Bücher. Ja. So, da ist keine spielrelevante Regel drin. Wenn man Boarding Actions spielen will, dann kauft man sich die halt. Wenn nicht, dann kauft man sich die halt nicht. Mhm. Und sonst kauft man sich die halt nur für den Spaß am Fluff lesen und Artworks angucken. Ja. Und wenn es so in Jahrzehnten so wird, dann würde ich das begrüßen. Und im Endeffekt ist es ja aber auch so, wenn jetzt einfach, sagen wir mal, deine neue Fraktion kommt raus, alle Regeln kommen als PDF, willst du ja auch 20 Euro dafür bezahlen. Ganz ehrlich, man steckt so viel Geld in die Figuren rein, dann nochmal zu sagen, oh, jetzt ist aber dann der Preis für das Buch, was ich dann ausgegeben habe und 3 Jahre bespielt habe, ist mir aber dann zu knackig gewesen. So. Also, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein, für mich so ein Argument von Beschwerden um des Beschwerdens Willens. Mhm. Die einzigen Leute, bei denen ich das verstehen kann, ist bei Astra und World Eaters. Ja. Weil das Buch dann halt wirklich sehr kurz aktuell ist. Und dafür, da gibt es einfach ein Kommunikationsproblem. Wenn GW von vornherein kommuniziert hätte, müssen, ne? Leute, es kommt nochmal der Codex raus, aber der ist halt nicht so lange gültig. Ja. So. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr den kauft. Oder bietet halt eine Alternative, wie einfach zu sagen, ihr könnt den Regelteil einfach digital für einen 20er kaufen. Dann passt das ja auch. Oder sowas, ne? Ja, ich finde auch, ich finde, es müsste irgendwie noch so ein bisschen, der Übergang müsste noch ein bisschen seichter sein oder sowas. Mhm. Und ich bin einfach nur gespannt, wie der Codex der Zukunft aussehen wird, vom GW, was 40k angeht. Aber ja, ich glaube auch, viel ist dann halt auch immer so Schwarzmalerei, ne? Ja. Die Leute sind dann immer so, ah, jetzt wird mir was genommen, aber es wird ja eigentlich so nicht so richtig was genommen eigentlich. Und ich glaube, wie du sagst, besonders, du kriegst sogar, was ein riesen Step-Up ist zu allen Sachen, die GW vorher in puncto Releases und Sachen, die outdated werden, gemacht hat, ist, du kriegst ja ein kostenloses Replacement sogar für deine Regeln. Das stimmt. In Form der kostenlosen PDFs. Also es ist jetzt nicht mal so, dass die dann hingehen und sagen, dein Codex ist nicht mehr gültig und um jetzt deine Fraktion weiterzuspielen, musst du dir jetzt hier dieses Index-Buch kaufen. Eigentlich geil, weil genau das ist ja in der 8. passiert. Ne? Genau. Da konnte man sich wirklich beschweren, ne? Dass sie gesagt haben, das Buch ist ungültig, hier 30 Euro, sonst kannst du nicht zocken. Genau. Gut, die haben 20 gekostet, aber okay, 20. Eben, also ich finde, in diesem Umschwung hat eigentlich niemand ein Recht, sich zu beschweren. Auch Astra Militarum nicht, weil die hatten einfach einen so guten Codex, da dürfen sie sich auch nicht beschweren. Ja gut, aber jetzt für den Casual-Spieler ist es ja egal, wie gut der Codex ist. Also, trotzdem. Ja, aber ich finde es einfach gut, dass sie es jetzt digital machen. Mhm. Ich hoffe, dass wirklich eine gute App kommt, sonst bin ich traurig. Ja. Ja. Ist ja wirklich die Hoffnung. Ey, wie gesagt, guck dir die AOS-App an. Die ist insane. Du, also die ist wirklich einfach gut. Mm. Und wenn so die 40k-App wird, ich hoffe einfach wirklich, dass die einfach aufgehört haben, an der 40k-App zu arbeiten, weil die wussten, es kommt eine neue.
Und um mal alle daran zu erinnern, an die Situation nochmal, ne? Überlegt mal Gathering Storm und End Times, was das im Endeffekt für eine Scheiße war. Ja. Dass quasi das letzte Gathering Storm Buch ja einen Monat vor der 8. Edition rauskommt und da ja noch spielrelevante Regeln dann drin sind. Oder bei End Times, wo dann auch einfach, ich meine, klar, es ist immer noch cool, jetzt diese End Times Bücher zu haben, wenn man irgendwie das Thema geil findet. Ja. Aber halt wirklich so ein, zwei Monate vor dem Release der neuen Edition dann noch ein regelrelevantes Buch rauszubringen, wo man so ist, so, da könnt ihr dann eure Kampagnen mitspielen, wenn ihr alle eure Armeen bemalt habt und dann AOS draußen ist und ihr Fantasy nicht mehr im GW spielen könnt. Ja. Aber das hat sich ja zum Glück, also da hat sich GW ja wirklich verbessert, was das angeht. Das, ja. Das machen sie ja nicht. Ja, ich hab Bock. Ja, ich hab auch Bock. Falls ihr uns noch mehr reden hören wollt, dann gibt es nächste Woche unseren Patreon-Podcast. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen und vielleicht ein paar Tutorials und einen sehr witzigen Podcast zurückzukriegen, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung auf unserem Patreon vorbei. An der Stelle dann auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Ich rede jetzt extra langsam, weil ich die Patreon-Seite in Safari noch, oben ist noch der Zettel, öffnen muss. Der ist aber nicht mehr aktuell. Deswegen einen herzlichen Dank an Agentum, Balti, Diamond, Fenray, Frederik, Goblin Lord, Jan, Kurugawa, The Fairhammer, Rayback. Du hast runtergescrollt. Nein, ich habe direkt da gescrollt, wo es weitergeht. Ja, Alec Light. Stimmt, da, Alec Light, Alexander, Astaroth, Baumark, Kluin, Deseroth, Felix, Frank Peter, Freckel, Guano Master, Hopfi, Cornflake, Kilian, Lissander, Manfred, Manu, Markus, Matthias, Melis, Michael. Michael, Mitch, Nagerschuhe, Nörgel, Patrick, Pingo Tobi, Sijen, Sumbo, Sumsi, Sören, Theodinatas, Ulrich, ein Turok und das war's. Ja, vielen Dank. Dann außerdem noch einen herzlichen Dank an Games Island, die hier den Kanal unterstützen, ja, und wunderbare, tolle Preise bieten für alle Patreons, für alle Twitch-Subs. Da gibt es nämlich extra Rabattcodes. Und wie viel Prozent gibt es da aktuell, René? 6%. 6% auf Warhammer. Das heißt, ihr könnt Warhammer kaufen für fucking 26% Rabatt. Das ist verrückt. Da, wenn man dann ein bisschen einkauft, hat man quasi den Kodex, den man verloren hat, wieder. Genau, ja. Ich glaube, du musst wahrscheinlich nur zwei Boxen kaufen und du hast dein Kodex-Geld wieder drin. Bei 25%? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist Schon heftig, ja. Ja, ich gehe jetzt ganz schnell an den PC und bestelle bei Games Island bei den Preisen. Okay, tschüss. Bye, bye.